Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Top 10 Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Dummbopper. Und ich stelle euch heute die Negevs vor, meine Top 10 Negev-Liste. Negev, ich glaube, es ist die Ikone der Heavy-Waffen und auch übrigens die letzte Heavy-Waffe. Danach kommen wir endlich weiter zu den MPs und dann so weiter und so fort. Ah, Mac 7 ist die Ikone, Giga? Nee, ich glaube nicht. Negev ist einfach das Ding, oder? Wenn man die hört, weiß man genau. Shit, dude. Eines der beiden Teams ist entweder gerade hart am Gewinnen oder extrem am Verlieren und einer hat gespart. So kann es laufen. Auf meinem 10. Platz liegt die Negev Palm. Ja, naja, sie sieht schon nach einem Platz 10 aus, finde ich. Es ist ein Palmwedel drauf zu sehen. Die Farbe ist jetzt eher hässlich. Also mir gefällt sowas gar nicht, diese Farbe an sich. Deswegen ist sie eben auch auf meinem 10. Platz. Da hinten hat sie ja fast schon so Schlangenhautmuster. Aber wisst ihr, was mir hart die Sprache verschlägt? Und zwar der Preis. 30,16 € für eine Negev Palm in FN. Sicherlich wieder Angebot und Nachfrage oder sowas. Aber das ist schon manchmal unverständlich, oder? Was ist denn das? Leute, Zertifikat oder was? Hey! Die Items haben jetzt Zertifikate, gab es das früher schon? Sehe ich das einfach jetzt zum ersten Mal? Guck mal, da unten ein Wear-Rating, also wie sie getragen wird, wie, zu wie viel Prozent oder was? Glaubt ihr, das ist es? Glaubt ihr, das soll das heißen? Wear-Rating? Angezogenes Rating, ja, oder? Wenn eins maximal ist, dann sind es ja jetzt aufgerundet 7%. 7% der Spieler tragen diesen Skin. Also der Spieler auf der ganzen Welt kommt vielleicht hin. Die Army Sheen befindet sich auf meinem 9. Platz. Da ist der Skin doch schon etwas ausgearbeiteter. Also ich meine, die Palmwedel waren eigentlich auch ganz schön, aber ich finde, das hier sieht einfach besser aus, auch wenn es an sich ziemlich lullimäßig ist. Hier vorne spielen die Shader ein richtig schönes Spiel der Glänzung. Der ist auch nur 3 Cent wert, der Skin in FN, also kann man wirklich nicht sagen. Wie wird der so getragen? Ja, ja, 2%, kommt es hin? Wir sehen es ja, damit kann ich sogar dann so Stück für Stück eigentlich mein Rating, das ihr ja nicht sehen könnt, weil das weggekeyt wird, so überprüfen, wie mein Geschmack mit dem Weltgeschmack übereinstimmt. Auf dem Platz Nummer 8 liegt die Terrain Negev. Das Farbenspiel ist hier schon mal recht schick, vor allem wenn einem eben Türkis oder was es ist, gefällt. Türkis mit Schwarz und Grau gemischt. Die gesamte Textur sieht aus wie eine Höhenfeldkarte von einem Terrain, von einer Außenfläche wahrscheinlich, einer Bergkette vielleicht, man weiß es nicht. Ja, da hat sie höchstwahrscheinlich ihren Namen her. Ich weiß nicht, eigentlich haben die Farben da nicht so viel damit zu tun, oder? Beziehungsweise ja, vielleicht doch, um sich zu schützen in diesem Terrain, und zwar vor Sichtung. Aber wo sieht es denn auf der Welt so aus, so Türkis? Wo ist man mit Türkis gut geschützt? Ich weiß es nicht. Der Skin kostet 15 Cent und ich würde sagen, das ist mittelmäßig gerechtfertigt. Weißt du was, da kann man eigentlich auch 10 machen oder komm, mach 5 draus. Das passt auch. 6%. Jo. Oh, geht eigentlich ganz gut rein, oder? Könnte hinkommen, dass 6% der Gesamtspieler auf der Welt diesen Skin mal aktiviert haben. Ich denke, bei der ersten Aktivierung zählt es schon, oder? Was glaubt ihr? Wenn es tatsächlich so ein Rating ist überhaupt. Vielleicht sagt ihr, Killer, was laberst du schon wieder? Du Dummbatz. Das ist doch was anderes. Dann sage ich, okay. Auf dem nächsten Platz, um genau zu sein, auf dem 7. Platz, da befindet sich die Anodized Navy. Hier spielen die Shader wieder sehr schön drauf herum. Wem blau gefällt, für den ist diese Waffe vor allem auch ein Muss, würde ich einfach mal so behaupten. Aber ich kann den Preis nicht ganz nachvollziehen. Passt auf, dieser Skin kostet 64 €. Ich meine, klar, wenn da jetzt 63,50 € versteckt sind in dem Skin, dann ist es verständlich. Ach komm, mach 63,90 € draus. Also mehr wie 10 Cent würde ich für die Waffe nie im Leben bezahlen, ne? Wo ist da jetzt was Besonderes dran? Oder erkenne ich es noch nicht? Ist, hockt ihr alle da und sagt, Alter, ist die geil oder was? Wie wird die denn getragen? Ja, 3% war ja klar, ne? Ist ja logisch, das Verkratzte, die da hinten ist, obwohl die FN ist, hallo? Auf dem Platz Nummer 6 liegt die Negev Dazzle. Blau-weiß, okay, ganz gut, die wird die so getragen. Ja, 13%, okay, doch. Das könnte vielleicht sogar realistisch sein. Wir haben ja schon festgestellt, dass weiße Skins an sich sehr gerne gespielt werden. Dann wird hier noch blau mit dazu gemischt, also, naja, was vielleicht auch wieder eine Verschlechterung sein könnte, wenn sie komplett weiß wäre. Wäre sie, glaube ich, höher gewertet oder gelistet oder wie man das dann auch bezeichnen mag. Aber so mit dem Blauen, das sieht auch ganz cool aus, weil dadurch eben ein Muster entsteht, Akzente und so weiter. Das Teil ist 16 Cent wert, also der Preis geht eigentlich auch voll in Ordnung. Wobei ich das Ding nie im Leben dafür kaufen würde für den Preis, um Himmels Willen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich... Oder es gibt, glaube ich, nur sehr... Nee, es gibt sehr viele, die sich Skins kaufen. Ihr schreibt mir das ja andauernd. Okay. Streichen wir das. Ja gut, ich sag's mal so. Ja gut. Die Nuclear Waste Negev fliegt bei mir auf dem 5. Platz. Ihr wisst ja, dass ich einfach in dieses Zeichen verliebt bin. Dieses Achtung, Obacht, Toxical Nuclear Waste. Dreck. Vorsicht, Strahlung. Geil, mal eben einen Schluck getrunken. Wie wird die so getragen? Ah ja, 3%. Okay, geht eigentlich. Es hält sich stark in Grenzen. Mir gefällt der Skin einfach sehr gut. Muss ja nicht jeder so sehen. Was kostet die? 33 Cent. Geht. Negev Powerloader. Jeder kennt sie, jeder hat sie, jeder liebt sie. Sie ist auf meinem 4. Platz. Sie ist übrigens 2,52 € wert.
Und sieht, wie ich finde, auch echt heiß aus. Also ich finde, die hat eben diese Bienengeschichte. Vorsicht, gelb, schwarz, Achtung, Achtung, hier komme ich. Hier ist sogar eine Flamme drauf, das heißt einiges. Das heißt wirklich einiges. Ich weiß nicht, warum hier vorne ein Loch drin ist. Es sieht nicht aus wie eine Niete, sondern wie reingekratzt oder reingeschossen, oder? Oder ist die einfach nur schlecht verarbeitet, die Niete? Ich kann es beim besten Wille nicht sagen, ne? Ich kann es beim besten Wille, kann ich das nicht sagen. Hier vorne ist auch nochmal ein schönes Muster, das aber fast gar nicht zur Geltung kommt. 2,52 Euro. Hält sich in Grenzen, ne? Jetzt kommen wieder Platz 3, 2 und 1. Ihr dürft also wieder raten, was auf diesen genannten Plätzen so steht bei mir. Ich gebe euch mal einen kleinen Trommelwirbel. Und weiter geht's. Auf meinem dritten Platz liegt die Man O' War. Sieht ähnlich wie bei der AWP sehr gut aus, dieser Skin, auch auf der Waffe. Schade, dass er nicht hier drüber gezogen ist, komplett. Ich erwähne hier nochmal, dass das einfach nur eine reine Vermutung von mir ist, dass das eine prozentuale Angabe ist. Wo 1 100% ist und 0 0%, ne? Nur falls es irgendwelche Leute gibt, die dann sagen, und ich runde immer auf. Eigentlich nur die letzte Zahl hinterm Komma. Also hinterm Komma, nachdem man das mit 100 multipliziert. Um eben auf die prozentuale Angabe zu kommen, versteht ihr? Ja, naja, soweit so gut. Dritter Platz geht. Kostenpunkt 9 Cent. Auch schwierig zu verstehen, weil die Man O' War AWP ist doch deutlich mehr wert. Klar, natürlich kann man eine AWP und eine Negev nicht einfach gleichsetzen. Aber man sollte doch schon so einen gewissen Anstieg spüren im Preis hier. Ich meine, es ist immerhin ein Man O' War Skin. Die Asimov Skins sind doch auch mittelmäßig teuer. Ob man jetzt die AWP Asimov hat oder hier die P90 Asimov. Ich guck mal kurz, was kostet die? So, das seht ihr jetzt wieder nicht. Ich kann es euch nur vorlesen. Wird nur das hier aufgenommen. 15 Euro. 15,80 Euro, ja? Guck mal, die AWP Man O' War. Nur mal kurz, um den Vergleich zu haben. Achso, halt. Ich will doch den Preis sehen, verdammte Scheiße. 9,59 Euro. Also 9 Cent für die Negev. Ich finde das echt ein bisschen traurig. Gerade weil der Skin ja eigentlich ein recht cooler ist. Also allen Leuten, denen Gold gefällt und dann noch blau eine hinnehmbare Farbwahl ist, dann das ist einfach was. Egal. Platz 2. Da befindet sich bei mir die Blattatat. Richtig geiles Teil. Hier unten mit der Sonne und hier oben drauf eben Blattatat. Das erinnert mich stark an mein frühes Lieblingsspiel und zwar an 13. Daher habe ich auch meinen Namen. Killer 13 übrigens. Also 13. Daher kommt der Name. Also eigentlich in römischen Zahlen. Ich hieß oder habe mich früher überall erstmal richtig genannt. Killer 13. Also XIII. Aber die meisten Leute haben es nicht verstanden. Wussten nicht, was das heißt. Ich war sehr verwundert, weil wir haben in der Grundschule die römischen Zahlen halt noch ganz normal lernen müssen. Ich weiß nicht, wie das heute ist oder wie es dann damals nach meiner Grundschulzeit war. Scheinbar ist es in Vergessenheit geraten oder sowas. So kam es einem zumindest vor. Deswegen habe ich es dann irgendwann umgeändert in 13. Wobei da auch noch oft genug die Fragen kommen von wegen, bist du 13 oder so? Also mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile bin ich ja berühmt. Und dieses 13-Spiel war eben in Cell-Shading-Grafik gehalten, also in Comic-Grafik, sag ich mal. So salopp, überspitzt. Und an diversen Stellen in der Kampagne war es halt so, dass wenn jemand weiter weggeschossen hat, so dann hat man diesen Schriftzug halt gesehen. Das war ziemlich cool. Ja, erinnert mich stark an diese 13-Zeit. Mann, das war cool. Ich weiß gar nicht, ob das auf der alten Xbox oder auf dem PC damals war. Ich habe sehr viel dann auf der ersten Xbox gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es davor auf dem PC gespielt habe. Das ist mittlerweile 13 Jahre alt, glaube ich. Passt auch voll, ja? 13, 13. Naja, egal. Wir sind nun genug geschwolgen in alten Erinnerungen. Wie sieht es denn hier aus? 7%? Naja, eher wenig. Das muss gelogen sein. Das ist unmöglich. Eigentlich müsste da das müsste 1 dastehen. 100%. Geht ja gar nicht. Platz Nummer 1. Langsamer Trommelwirbel. Also halt, die ist übrigens 1,25 Euro wert, ne? Platz Nummer 1. Da haben wir sie. Die Negev Loadmouth. Richtig enorm geiles Teil, oder? Genauso muss der Negev aussehen. Mit den Zähnen. Ah, voll in die Flammen. Und hier unten. Run. Stell dir vor, du spielst auf Kerbel, bist in Dropper drin, CT, ja? Stehst mit der Negev Loadmouth da unten. Alle 5 Tees wollen Dropper runterspringen und dich flashen, flashen sich aber selbst. Alle stehen so da. Wo ist die Bäckerei? Und du fängst an. Geil, Mann. Da muss die Waffe genauso aussehen. Sie erinnert extrem stark an die eine Galil, wie heißt sie? Die mit den Zähnen, wenn man schießt, macht sie aus. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Wie sieht's hier aus mit dem Wear-Rating? 14% könnte vielleicht sogar hinkommen, ich weiß es nicht. Aber dieser Skin ist einfach der Hammer. Ganz klar, dass der auf meinem Platz 1 steht. Ich denke, das haben auch viele von euch so erraten. Sie ist übrigens 2,12 Euro wert. Völlig in Ordnung, völlig gerechtfertigt. Das ist echt eine geile Scheiße hier. Dieses Gesicht ist einfach der Hammer. Ja, ich kann nicht mehr sagen, außer sehr nice, sehr nice. Wie heißt denn jetzt diese scheiß Galil? Ist das nicht irgendwas mit Box oder so? Naja, soweit so gut. Ach, da oben ist sie doch. Blindfisch. Galil Chatterbox. Chatterbox. Ja, 49% kann hinkommen. Kann hinkommen. Kann ich mir gut vorstellen. Wie wird mein Knife so getragen? 2%. Aha, okay. Ich gehöre also zu den 2%. Ja gut, hab ich gesagt. Die anderen Sachen? 20%. Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Tragegeschichte. 9%. Die ist halt auch echt selten. Man hat ja kein Schwein, ne? Naja, genug aufgegeilt jetzt. Leute, an der Stelle bedanke ich mich wie immer bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Der dritte Streamtag ist immer einfach random und wird angesagt über diverse soziale Geschichten, die alle hier unter dem Video verlinkt sind. In den Streams gibt es meistens einen Skin oder bis jetzt gab es immer eigentlich mindestens einen Skin, den ich raushaue. Naja, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Schatz.